Ja, hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit Lektion 163. Es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Eieieiei. Dann gucken wir uns jetzt hier erstmal an, was überhaupt Tod ist, weil wir haben ja wie bei allem, eine sehr begrenzte Vorstellung von allem und auch vom Tod. Wir denken halt, der Tod ist, wenn ja, jemand stirbt, wenn der Körper nicht mehr lebendig ist und da die Vitalität rausgeht. Aber es verhält sich anders. Ja, und wir können erstmal bemerken, dass diese Lektion ja direkt nach der Lektion Ich bin, wie Gott mich schuf, kommt. Ich bin, wie Gott mich schuf, und danach lehre ich mich, es gibt keinen Tod. Also das hängt zusammen irgendwie, Ja. ne? Das wird ganz deutlich aufgezeigt, dass da eine Relation liegt, auf die ich schauen muss. Und dass, wenn ich herausfinden will, was ich wirklich bin, ich auch an den Gedanken komme, was ist Tod? So, wenn ich frage, was bin ich, dann komme ich an irgendeiner Stelle daran, also auch als Mensch, was ist Tod? Und das ist oftmals dann auch die Stelle, wo wir dann aufhören zu fragen oder gar Ja. nicht weitergehen wollen. Weil Tod ist ja eine unglaublich beängstigende Idee. Das ist die Krönung der Angst, könnte man sagen, nicht? Oder das ist die Es, Angst. ja. Und zu sehen, dass Tod ein Gedanke ist, den ich mache und nicht nur, den habe ich jetzt gemacht und jetzt ist er halt da, sondern dass es etwas ist, was ich hege und pflege, dass es eine Aktion ist im Geist, etwas, ein Gedanke, den ich glaube und in alles einflechte, was ich hier erfahre. Jesus sagt, der, der nicht erkennt, wer in Wahrheit ist, der glaubt in Wahrheit tot zu sein, weil er glaubt, was anderes zu sein als Gottes Sohn. Er glaubt, ein Körper zu sein, er glaubt, hier rumzurennen und dem menschlichen Schicksal und dem Schicksal von Begrenzungen unentrinnbar ausgeliefert zu sein und hofft eigentlich auch, und das ist auch in vielen spirituellen Wegen, dass man auf den Tod hofft und sagt, da ist dann der Ausgang, ne? Wenn ich jetzt übe ich hier halt fleißig, damit dann am Zeitpunkt des Todes irgendwas erfüllt oder vollbracht ist in mir und ich durch den Tod dann in eine bessere Ebene sozusagen reinkomme. Aber wir hätten jetzt hier nicht den Kurs im Wundern bekommen, wenn wir nicht bereit wären für ein Upgrade dieser Idee. Und das bedeutet, wir gucken uns genau an, was wir als Tod hochhalten. Ja, und ich fand das gut, was du sagtest, dass das, oder ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder, dass es wie so ein Mechanismus ist in meinem Geist, den ich aufrechterhalte die ganze Zeit. Dadurch, oder eine Idee, wenn ich diese Idee glaube, dann ist es das, was ich sehe. Und da komme ich erstmal so nicht Und raus. erkennen nicht, dass es, Ich erkenne was nicht, ist das, ja. dass es das Dass gar es nicht dieser gibt. Todesgedanke, ah ja, genau, dass es das Ja. nicht gibt und dass es der Todesgedanke ist, den ich sehe, ne? Ja. Zum Beispiel, willst du vorlesen? Nimm mach du ruhig. Der Tod ist ein Gedanke, der viele, oft unerkannte Formen annimmt. Er mag als Traurigkeit erscheinen, als Angst, Beklommenheit, irgendwie ist alles komisch. Oder als Zweifel, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht, oder über bestimmte Zustände und Beziehungen und Umstände. Und in allen Formen, in denen der Wunsch, so zu sein, wie du nicht bist, kommen mag, dich zu versuchen. Und das ist immer eine Idee davon, ich bin ein Körper. Ärger, Unglaube, Mangel an Vertrauen, als ja, Sorge um Körper, als Neid, also wirklich alle Formen. Ich bin hier letztendlich dann erstmal, um mir alle Formen anzugucken oder beziehungsweise um zu sehen, es gibt so viele Formen von Tod, wo ich nicht dieses ewige Leben bin. Das, was immer da ist. Ich denke, dass es Momente gibt, wo ich nicht bin, wo ich nicht existiere. Und da sagt so, hallo, das hinterfragst du nicht, das glaubst du. Ein bisschen später in der Lektion, das wird richtig gruselig schon fast beschrieben, ne? Wie die Toten da
Also ich, wenn ich an Tod glaube, Die Todesanhänger. die Todesanhänge, wie ich wirklich vor dem Tod knie und sage, ja, dich gibt es, furchterregend. Ja, es gibt Was diesen kann ich tun, Feind. um dich weiter anzubeten? Ah ja, Ja. hier habe ich noch was nicht geklärt und hier mache ich mir Sorgen und Gedanken. Das Ja. ist alles die Anbetung des Todes. Und das muss man erstmal klarkriegen, dass es nicht natürlich und vernünftig ist, sozusagen, wo man sagen würde, ja, das wäre eine gesunde und vernünftige Haltung, um sich halt hier um Zeug und um Angehörige zu kümmern, aber jetzt gezeigt zu bekommen, hey, das ist, was Tod ist. Eine Form des Todes, wie du sie nicht erkannt hast. So komm, lass uns diese Wurzel ausreißen, damit wir sehen können, dass Gottes Sohn frei ist. Ja, und dann versuche ich hier mir zu erklären, dass es aber neben dem Tod auch noch ein Leben gibt und dass ich das so eine gewisse Anzahl an Jahren habe, möglichst lange, weil dann habe ich ja irgendwas geschafft sozusagen, dann bin ich dem Tod ja verhältnismäßig lange von der Schippe gesprungen immer wieder, aber dass mein Körper ja zum Beispiel mit 35 schon am Altern ist, ne? Ich be befinde mich schon in einem Sterbeprozess als Körper, könnte man sagen. Und ich bin schon dichter am Tod dran als du, Ja, genau, statistisch gesehen. höchstwahrscheinlich. Und jetzt versuche ich irgendwie die Zeit noch sinnvoll zu nutzen. Was könnte ich machen? Ich könnte vielleicht ein Haus bauen, dann denken alle, oh, da habe ich, oder ich könnte eine Statue aufbauen, oder ich könnte eine neue Religion gründen, oder ich könnte Kinder zeugen, die dann an mich denken. Wie kann ich irgendwie dem Tod, an den ich doch so glaube, von der Schippe springen? Also eigentlich will ich den Tod nicht, tue aber alles dafür, um ihn für mich wirklich zu machen. Und wenn das nicht verrückt ist, so zu denken, ja, dann weiß ich ja auch nicht, ne? Also darauf mal zu stoßen, so. Und im Kern ist es natürlich ist da ein wahres Bedürfnis dahinter und das Bedürfnis ist nach Erlösung. Also, weil jeder sucht nach einer Lösung für den Zustand, in dem er sich wiederfindet, ganz klar. Und jeder hat dafür eigene Mechanismen entwickelt. Aber als Mensch und in dem Trennungsdenksystem ist es immer irgendeine Form von Tod. Es ist immer der Glaube an Tod, weil am Ende läuft alles auf diesen Tod hinaus. Und wir sagen, ja, da ist dann die letztendliche Befreiung. Aber nicht nur, dass das wahnsinnig ist, auch wird das Ego nie sagen, dass du dann wirklich befreit bist, sondern es wird sagen, naja, ich werde auch weiterhin bei dir sein. Also es ist gar keine wirkliche Erlösung, die angeboten wird im Denksystem, sondern einfach nur Hölle ohne Ende. Ja, Weil wenn du, das genau. ist ja krass, also ich habe das als Kind schon nicht verstanden, als meine Eltern mir das erste Mal meine eigene Idee von Tod präsentierten und gesagt haben, jeder stirbt mal, Opa stirbt mal, Papa stirbt mal, ich sterbe auch mal. Dann habe ich gesagt, krass, das ist ja, wie dann ist dann nichts mehr? Also dann sterbe ich und dann ist quasi auf ewig nichts. Das ist ja die Idee, dass das Ego dich nicht in Ruhe lässt. Das ist ja nicht, dann ist nichts und dann ist vorbei, sondern ist auf ewig nichts. Also als Krönung liegt dann da meine Leiche und alle können sie angucken. Jetzt bin ich tot, Genau. sozusagen, ne? Aber lass mal weitergehen. Ja. Ja, alle Dinge außer dem Tod werden als unsicher gesehen, als zu schnell verloren, wie schwer sie immer zu gewinnen sind mit einem ungewissen Ausgang und als dazu neigend, die Hoffnungen zu enttäuschen, die sie einst erweckten und anstelle von Sehnsüchten und Träumen einen Geschmack von Staub und Asche zu hinterlassen. Ne? Okay, Beispiel, sagen wir, wir entscheiden uns für ein Kind und es wird ein Kind geboren und wir haben dann lange Zeit, haben wir dann Spaß an diesem Kind, bis es dann schwierig wird, spätestens in der Pubertät und dann auszieht und dann werden die Sorgen größer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und das, was mal schön war, wird dann einfach mega stressig und das geht dann auch nicht mehr weg. Und das ist also selbst die Idee von was richtig Engem und Zuverlässigem, sowas wie ein Kind, was dann einfach da ist, da ist auch schon der Geschmack dabei, dass das halt irgendwann vorbei ist und man die, ja, die, dass da diese Unsicherheit mit eingebaut ist. Genau, diese Unsicherheit gleich mit Tod, ne? Also, dass es keine Konstante gibt, so.
Und das ist aber gewiss, ne? Also unser Kind wird groß und wir sterben dann aber, während es erwachsen wird und auf eigenen Beinen steht. Also es ist krass, ne? Also das nimmt man als natürlich an und Und als sagt, na, und Wirklichkeit. so, und das ist die, daran erkenne ich, dass es wirklich ist, ne? Wow. Also, wie kann ich das alles sehen und wahrnehmen und was anderes lernen, um in eine andere Erfahrung zu kommen? Also, vielleicht kann ich das so akzeptieren, okay, Traurigkeit gibt's nicht, ne? Damit kann ich vielleicht, komme ich immer mehr so, ja, also Trauer ist meine eigene Entscheidung, Einsamkeit ist meine Entscheidung, Wut, Groll, Angst, Neid und so weiter und so fort. Und jetzt geht es aber wirklich darum zu erklären, dieser Körper stirbt auch nicht. Das ist nur meine Idee von Tod. So. Und wenn dann da dieser Körper doch stirbt, wird dann da jemand sagen, ja, aber sie hat doch gesagt. Oder werde ich mir selber sagen, hä, ich habe doch aber gelehrt, es gibt keinen Tod. Wieso kann mein Körper sterben? So ist da immer noch, bleibt da die Angst? Bleibt da die Angst vor dem Tod? Kann ich sie wirklich, kann ich wirklich darüber hinausgehen? Kann ich, will ich wirklich darüber hinausgehen? Oder will ich mich mit meinen Argumenten, ja, ich sehe ja Menschen, die sterben sozusagen, will ich mich da drin halten? Oder will ich wirklich was Neues lernen? Und das, Jesus hat das ja gemacht. Und die Überlieferung und er selbst sagt, ich bin in dem Sinne auferstanden, aber ich bin in dem Sinne auch nicht auferstanden, weil es eigentlich, es gibt den Körper gar nicht, von dem ich glaube, dass er stirbt. Er ist mein Bild von mir. Und mit Sicherheit kann es nicht darum gehen, dass Körper ewig leben, weil wer würde wollen, dass Begrenzung ewig lebt, ne? Also offensichtlich wird hier der Zweck des Körpers auch klar, dass er einfach nur eine Lerneinrichtung ist, eine Lerngelegenheit In der Zeit, für in die Zeit Zeit, wo solange sozusagen, der ne? Glaube an Tod und an Begrenzung revidiert wird im eigenen Denken. Dient der Körper dem und er dient dem so lange gut und freu und willig, wie ich mir über den Zweck des Körpers klar bin. Sobald ich andere Zwecke einbaue, also eingebildete private Zwecke, dann ist das halt gnatschig und eng und unbequem und krank und dann gehe ich mit in meinem Fiebertraum auf den Tod zu. Aber ich kann mich in jedem Moment neu entscheiden. Es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Und der Körper wird einfach abgelegt, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, um das zu Und wenn lernen. er Um nicht das zu mehr, lehren erstmal, um das zu lehren und um das zu lernen. Und das ist ja klasse, ne? Es ist ja klasse, dass wir hier einen wirklichen Sinn und Zweck gefunden haben. Ich habe vor ein paar Tagen auf dem Festival habe ich mit jemandem gesprochen und mir fiel ein, dass ich vor dem Kurs eigentlich mich gar nicht unterhalten wollte mit Leuten oder auch keine Motivation hatte dazu, weil es hatte gar keinen Zweck, so sich mit Leuten zu unterhalten. Und als der Kurs dann kam, war das dann, auch dann hat es wieder einen Sinn und Zweck bekommen, Worte zu verwenden, weil ich mich selber lehren konnte. Ich konnte mich selber lehren, es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei, das hier ist ein Traum. Und dass sich das nicht nur auf das verbale Lehren in Lehrsituationen beschränkt, sondern dass jede Begegnung diesen Zweck bekommt, mir selbst aufzuzeigen, dass gegenwärtig nur eine Verbindung da ist. Ob wir uns über das Wetter unterhalten oder wann die Mülltonne rausgestellt werden muss oder wann auch immer, dass es nur um die gegenwärtige Verbindung geht und dass der Schleier in mir gelüftet wird, der Schleier von Trennung. Und somit wird alles neu verwendet, ne? Weil wir sehen, hey, da ist was ganz anderes am Start. Ja, und dass ich diese Angst kontrollieren möchte, zu sehen und zu erfahren, dass ich kein Körper bin, der stirbt. Ich bin nicht dieser Körper, der stirbt. Du bist nicht dieser Körper, der stirbt. Es ist nicht, alle sterben irgendwann, sondern alle leben immer. Sie haben immer gelebt, die Verbindung war immer da. Ich kann immer in Kommunikation sein. Mit allem.
Okay, wollen wir die gruselige Stelle überspringen? Für jeden, der das immer noch durchlesen möchte, Absatz 4 und 5. Genau. Weil sonst sprengen wir den Rahmen des Videos. Genau, ich aber vielleicht noch zu sagen, ohne dass wir es manchmal wissen, sind wir voller Angst vor diesem Tod, ne? Und deshalb sollten wir nicht aufhören oder wir sollten nicht davor zurückschrecken, zu lehren, dass es keinen Tod gibt. Auch wenn wir tierische Angst davor haben, es lohnt sich einfach, weil es die Begrenzung im Geist aufhebt, transformiert, transzendiert, ne? Ja, gerade wenn du merkst, dass du Angst hast, ist das die Gelegenheit, dich was Neues zu lernen. So, Ja. warte nicht drauf, dass das irgendwie anders besser wird und du dich dann lehrst, sondern so, hey, hier nehme ich einen festen Standpunkt ein für diese Lehre, die ich hier gegenwärtig hören will, weil der Ruf jetzt durch meinen Geist schallt. Entscheide dich neu, trainiere dich neu mit dem Heiligen Geist. Ja, und lass den Schleier hier gelüftet sein von Tod und von Verlust. Und ich kann nicht an der Idee von Tod festhalten und Gott erfahren in seiner Ganzheit. Und weil, wenn ich erkläre, dass ich sterben kann, dann erkläre ich auch, dass das Leben selbst, Gott, sterben kann. Und die Frage ist, will ich das? Will ich damit recht Ja, haben? es gibt keinen Tod und wir entsagen ihm jetzt in jeder Form zu ihrer Erlösung, also der Anbeter des Todes und auch zu unserer eigenen. Gott hat den Tod nicht gemacht und somit hat ihn niemand gemacht. Also hat er überhaupt keine Existenz. Welche Form er auch immer annimmt, muss daher Illusion sein. Dieses ist der Standpunkt, den wir heute einnehmen. Und uns ist es gegeben, über den Tod hinwegzuschauen, über Körper hinwegzuschauen und dahinter das Leben zu sehen. Darf ich noch kurz was dazu Ja, sagen? ja. Wenn ich denke, ich kann das nicht lernen oder lehren, dann habe ich jemanden, den ich an die Hand nehmen Dann kann kann. ich das lernen. Dann kannst du das lernen. Nein, aber dann gibt es Jesus. Und vielleicht wird mir sogar ein Bruder präsentiert, mit Der dem ich sich das, gerade erinnert, der ja. sich gerade mit mir daran erinnern will. Aber ansonsten habe ich Jesus. Ich habe wirklich Jesus. Er ist wirklich da und will mir helfen, das hier zu lernen. Ne? Und sagt, lehre das einfach. Denke das. Hab keine Angst davor. Lass uns zusammen beten. Nimm seine Hand. Nimm seine Hand. Ich nehme deine Hand, Jesus. Das kannst du dir vorstellen und das wird keine eitle Einbildung sein, sagt Jesus, sondern er Genau. ist wirklich da. Und ich will mit Jesus diesen Standpunkt einnehmen und beten. Vater unser, segne heute unsere Augen. Wir sind deine Boten und wir möchten die herrliche Widerspiegelung deiner Liebe sehen, die in allem leuchtet. Wir leben und bewegen uns in dir allein. Wir sind von deinem ewigen Leben nicht getrennt. Es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod, denn der Tod ist nicht dein Wille. Und wir weilen da, wo du uns hingetan hast, in dem Leben, das wir mit dir und allen Lebewesen teilen, um so wie du und ewiglich ein Teil von dir zu sein. Wir nehmen deine Gedanken als die unseren an und unser Wille ist mit dem deinen ewig eins. Amen. Amen. Es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Bedeutet, mein Wille ist eins mit dir, Vater, mit deinem Willen. Danke, und so üben wir heute. Heute. Danke, danke, danke. Wir sehen uns in diesem Moment von Licht.